So langsam wird es Zeit, dass wir auch bei mir hier im Fahrzeug das Leder mal wieder aufbereiten. Das heißt reinigen, pflegen und auch langfristig schützen. Deswegen habe ich für dieses Video heute mal zwei Sets rausgesucht. Und das ist ja einmal von Dr. Wack, der Lederreiniger. Dann haben wir einmal die Lederpflege. Und das gleiche Spiel dann noch einmal von Shiniger Rush. Einmal der Lederreiniger. Und daneben die Lederpflege. Das Ganze werden wir gleich hier auf dem Mittelsitz durchführen, weil wir hier eine große Fläche an Leder haben. Und deswegen ist auch der Sitz schon mit dem Klebestreifen abgeklebt, sodass beide Reiniger oder beide Pflegesets eine Hälfte des Sitzes bekommen. Und so können wir gleich schön beide Seiten miteinander vergleichen. Und eventuell können wir hier in der Mitte dann feststellen, ob es auch einen Farbunterschied gibt, und so können wir dann auch beide Sachen miteinander vergleichen. Schritt Nummer 1, Reinigen des Leders, und dazu nehme ich jetzt den Lederreiniger von Dr. Wack. Vorher wie immer gut durchschütteln und dann können wir uns ein kleines bisschen hier auf ein ganz normales Mikrofasertuch geben. Hier so 2, 3 Tropfen reichen auch schon aus, und dann werde ich damit das Leder erstmal reinigen. Und wie vorhin gesagt, beide Pflegesets bekommen hier eine Hälfte, und deswegen werde ich jetzt so hier die eine Hälfte mit dem Lederreiniger erstmal reinigen. Die Reinigung sollte auch auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden, denn umso besser das Leder auch gereinigt wird, umso besser kann auch die anschließende Lederpflege und Versiegelung auch hier in das Leder eindringen und das Leder schützen. Das gleiche Spiel dann auch noch einmal auf der anderen Seite. Diesmal nehme ich den Lederreiniger von Shiny Garage. Und hier haben wir einen schönen Zerstäuber vorne, einen schönen Sprühkopf. Entweder können wir das direkt aufs Mikrofasertuch sprühen oder auf die Lederfläche direkt sprühen. Und ich mache jetzt mal die direkte Variante und dann wie vorhin auch mit einem neuen Mikrofasertuch oder mit einer frischen Tuchseite das Leder reinigen, sodass auch diese Fläche für die anschließende Lederpflege vorbereitet wird. Und das Schöne an diesen Reinigern ist, die lüften auch sehr schnell ab. Also auch wenn ich jetzt hier nicht mehr drüber gehe, kann man schön sehen, wie die Überschüsse und die Schlieren ablüften und das Leder schön gereinigt ist, sodass wir im nächsten Schritt die Lederpflege hier auch auftragen können. Dazu kommt jetzt die Dr. Wack Lederpflege zum Einsatz. Gebe mir davon ein kleines bisschen hier auf das Mikrofasertuch. Da kommt dann so eine milchige, ja, Flüssigkeit raus und etwas dickflüssigere Flüssigkeit. Und das arbeite ich jetzt hier in kreisenden Bewegungen in das Leder ein. Versuche hier auch die Mitte einzuhalten, damit wir gleich eventuell einen schönen Übergang haben zwischen beiden Pflegesets. Und wenn ich das jetzt einfach mal so stehen lasse, denke ich, sieht man auch sofort, dass das Leder wieder schön aufgefrischt wirkt. Und deswegen sollte auch so eine Lederpflege nicht vernachlässigt werden. Dann kommt jetzt die Lederpflege von Shiny Garage zum Einsatz. Dazu gebe ich mir einfach hier ein bisschen direkt aufs Leder drauf. Ich neige immer dazu, ein bisschen zu viel zu nehmen. Also das ist eigentlich schon viel zu viel für die kleine Fläche hier. Deswegen, wenn ihr das im Einsatz haben solltet, da reicht viel weniger aus. Das ist sehr ergiebig und man kann damit einfach sehr, sehr viel an Fläche bearbeiten. Deswegen, ich denke, ein Tropfen oder ein halber Tropfen hätte hier für die Fläche auch schon ausgereicht. Aber dennoch lässt das Ganze richtig gut verarbeiten, und es hat auch einen richtig angenehmen Duft. Also
Man merkt, dass da Öle drin sind, die das Leder pflegen. Und das merkt man hier, wenn man es aufträgt im Fahrzeug, dass da die Öle auch wieder deutlich zu spüren sind. Und sollte euch das Ganze hier auch ein bisschen zu speckig wirken, zu stark aufgefrischt von der Farbe her, dann könnt ihr einfach nochmal eine frische Tuchseite nehmen und das Ganze nochmal hier abtragen. Und dann sieht das Ganze auch direkt ein bisschen matter aus und ihr habt nicht diesen speckigen Glanz, sondern einfach ein schön aufgefrischtes Leder. Dann schauen wir uns auch jetzt mal an, wie der Vorher- und Nachher-Vergleich aussieht und ob wir hier einen schönen Übergang erkennen können. Deswegen ziehen wir mal den Trennstreifen hier ab. Und ich glaube, das kann man schon richtig gut erkennen. Beide Lederpflegesets haben hier eine schöne Farbauffrischung hinterlassen. Also hier erkennt man deutlich, wie das Leder vorher aussah. Die ungepflegte Seite. Also da ist auf beiden Seiten eine schöne Farbauffrischung entstanden. Vom Unterschied her würde ich jetzt sagen, da ist jetzt kein großer Unterschied. Es kommt auch immer darauf an, wie stark ihr das haben wollt. Hier im hinteren Bereich kann man schön erkennen, dass ein bisschen zu viel aufgetragen worden ist. Also da hinten glänzt es ein bisschen zu viel, wirkt ein bisschen zu speckig. Deswegen da auch direkt angleichen, indem man, wie vorhin gesagt, mit der Tuchseite nochmal drüber geht. Und dann wirkt das Ganze auch direkt matter und nicht mehr so aufdringlich. Und je nach Geschmack muss man das selber entscheiden. Mag man es ein bisschen intensiver oder vielleicht sogar doch ein bisschen schwächer. Und damit ich jetzt auch nicht wie ein Streifenhörnchen unterwegs bin, habe ich natürlich den Streifen in der Mitte des Sitzes angeglichen, sodass ich auch eine schöne gleichmäßige Lederfarbe habe. Und zum Test selber, ja, es ist schwierig für mich, einen Favoriten hier hervorzuheben. Beide lassen sich richtig gut und vor allem sehr einfach anwenden. Sowohl die Lederreiniger als auch die Lederpflege. Und auf beiden Seiten hatten wir auch einen schönen Übergang. Also man hat gesehen, dass dort die Lederpflege auf jeden Fall deutlich zu sehen war und das Leder auch wieder eine schöne Farbtiefe hatte. Und je nachdem, wie intensiv ihr das haben wollt, würde ich auf jeden Fall nochmal mit einer trockenen oder sauberen Mikrofasertuchseite drüber gehen, damit das Ganze auch nicht zu speckig wirkt, sondern einfach wie ein schön geschmeidiges Leder aussieht. Und bei der Reinigung, da sollte auf jeden Fall gründlich vorgegangen werden, denn umso besser ihr das Leder reinigt, umso besser kann auch die Pflege in das Leder eindringen, in die Poren eindringen und das Leder auch versiegeln und auch langfristig schützen. Und ja, das Ganze hält euer Leder auch einfach schön und geschmeidig, beugt vor Rissbildung vor und auch der Alterung. Und deswegen sollte sowas auch auf dem Leder hin und wieder mal angewendet werden. Deswegen wollte ich heute mal den kleinen Vergleich durchführen zwischen den beiden Pflegesets. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt dies einfach in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Von daher macht's gut und ciao.